Da das Video mit den 10 Mysterien aus One Piece gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, mache ich einen weiteren Part, wo ich über weitere 10 ungelöste Mysterien aus One Piece rede. Und heute geht es unter anderem um die Rivalität zwischen Vista und Yasop, um den All Blue, um Rogers Krankheit und um weitere spannende Sachen. Deswegen, liebe Leute, sollte euch so ein Content gefallen und wollt ihr noch einen weiteren Part, denn Leute, vertraut mir, es gibt so viele noch, dann lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, los geht's. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Das erste Mysterium hat mit dem Erwachen des Drei-Augen-Stamms zu tun, beziehungsweise mit der speziellen Fähigkeit, die diese Leute des Drei-Augen-Stamms haben. Es wurde erwähnt von Big Mom höchstpersönlich, dass hätte Pudding ihre Fähigkeit schon erwacht, dann wäre sie schon Piratenkönigin. Und der Weg nach Unicorn, also Rufftail aka Lovetail, hätte sich schon freigegeben, wäre Puddings Kraft schon irgendwie erwacht. Und das finde ich ziemlich interessant, dass es so eine Fähigkeit gibt. Erstmal, wir können spekulieren, was das sein mag, aber erstmal muss ich erwähnen, Pudding hat zwar drei Augen, aber da ihre Mutter Big Mom ist, ist sie halt von ihrem Blut nur halb angehörig des Drei-Augen-Stammes und deswegen hat sie wahrscheinlich diese Fähigkeit noch nicht erwacht. Was auch immer das sein mag, ob es die Stimme des Universums ist, die Stimme von allen Dingen, dass sie auch die Pornoglyphen verstehen kann eventuell, das ist halt die Frage, weil Big Mom hat ja theoretisch niemanden in der Crew, der die Pornoglyphen lesen kann. Und vielleicht ist einfach Pudding der einzige Schlüssel für sie, die Pornoglyphen zu verstehen. Aber irgendetwas zu hören, die Stimme des Universums, wenn man das dritte Auge hat, ist irgendwie komisch. Ich denke, dass das dritte Auge auch mit der Fähigkeit zu tun hat und das wird höchstwahrscheinlich irgendwas sehen, zu sein, in die Zukunft schauen oder sonstiges. Eins ist aber klar, es ist ein ungelöstes Mysterium, was irgendwann nochmal aufgegriffen werden muss. Ein weiteres Mysterium, was wahrscheinlich keiner mehr von euch auf dem Zettel haben wird, was aber wirklich Canon ist und es ist wirklich krank, finde ich, was vielleicht auch ein Schlüssel zu Rufftail sein kann, ist aus einer Szene von Capone. Und zwar, als wir Capone das erste Mal in der neuen Welt gesehen haben, wo er und seine Mannschaft einfach in der neuen Welt rumgesegelt ist mit dem Schiff, da wurden sie auf einmal angesaugt von irgendetwas, was so aussieht wie ein riesiger Stein, der in der Luft fliegt. Das ganze Schiff wurde dann so magnetisch, kann man es fast schon betiteln, bis an den Stein rangesaugt und blieb oben kleben. Was das auch immer sein mag, Leute. Ob es ein Tier war, ob es eine Teufelskraft war, die damit zusammenhängt oder eine Art Insel. Das steht in den Sternen, aber Fakt ist, es ist vielleicht noch was Wichtiges in One Piece. Ein Schlüssel vielleicht, wie man Rufftail erreichen kann. Vielleicht ist Rufftail auch eine fliegende Insel, die Sachen ansaugt und man muss an einer bestimmten Stelle stehen, um da angesaugt zu werden von Rufftail oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall eine neue Art von Insel, so wie es scheint und ein ungelöstes Mysterium, was so gut wie keiner von euch mehr auf dem Zettel hat. Da bin ich mir sicher. Das nächste ist eine Sache, die ich schon öfter erwähnt habe in Videos, und zwar warum Rayleigh Dunkler König genannt wird. Sein Beiname ist Dunkler König, so wird er auch von der Marine betitelt. Das ist der Name, der in aller Munde ist. Wenn man Rayleigh hört, denken alle an Dunkler König. Warum wurde er so genannt? Warum wird er immer noch heute so genannt? Es gibt eine Theorie, dass er angelehnt ist an Hades, den Gott der Unterwelt oder sonstiges, dass Rayleigh auch irgendwie eine Fähigkeit hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rayleigh Dunkler König genannt wird, weil er einfach in seiner Prime-Zeit, also da, wo er einfach am krassesten war mit Roger und sonstiges, was ja auch heute immer noch die Bestätigung ist, er ist ja heute einer der krassesten Haki-Spezialisten überhaupt in One Piece, dass er damals aber auch schon so krass begabt war, was Haki angeht, was auch sein Rüstungshaki angeht. Er kann ja zum Beispiel auch das Gouken, dass er einfach immer sein Haki so schwarz angewendet hat auf seinen ganzen Körper, so wie Vergo in der Art, aber noch viel dunkler einfach, dass er immer ein dunkles Erscheinungsbild hatte. Und wir kennen ja zum Beispiel auch, dass es Auren gibt, also eine Aura bei Big Mom oder so, was auch wahrscheinlich von Haki kommt, dass er auch vielleicht eine dunkle Aura ausgestrahlt hat, weil sein Haki einfach so stark war, dass ihn einfach alle Dunkler König genannt haben. Das ist für mich das Einzige, was ich irgendwie schlüssig finde, was greifbar ist und Sinn ergibt. Aber natürlich kann es auch totaler Quatsch sein und es kann total einen anderen Grund geben. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was glaubt ihr, warum wird Rayleigh Dunkler König genannt in One Piece? Weil es ist eigentlich echt schon heftig. Ein weiteres Mysterium in One Piece ist der Calm Bell, der schon ganz früh in One Piece eingeführt wurde. Und er zieht sich ja auch wirklich wie ein Äquator um den gesamten Planeten rum, wie ein Gürtel. Deswegen heißt er auch Calm Belt. Und Calm bedeutet sowas wie entspannt, ruhiger Gürtel, so kann man ihn übersetzen, weil es da nun mal total windstill ist. Außerdem ist er von vielen Seekönigen bevölkert, die natürlich jedes Schiff zu Kleinholz verarbeiten. Und es gibt da auch das Nest der Seekönige. Also da kommen die Seekönige, diese riesen Meereskreaturen, kommen aus dem Calm Belt. Und da nun mal da kein Wind herrscht, also komplette Flaute ist, kann man da auch nicht durchsegeln. Und er schließt nun mal die Grand Line ein. Und warum der so existiert und warum es da so windstill ist, ist für mich auch noch ein komplettes Mysterium. Man könnte das jetzt begründen mit, ja, das ist ja die Welt von One Piece. Man muss ja nicht alles, was jetzt die Welt in One Piece ist, hinterfragen. Aber
aber ein gürtelartiges Meer, was einmal komplett sich rumzieht, was total ruhig ist, wo aber die ganzen Seekönige sind. Das ist meiner Meinung nach nicht natürlich. Ich glaube, das wurde auch künstlich erschaffen, irgendwie wahrscheinlich von der Marine oder der Weltregierung, weil der Marine ist es auch gerade mit einer Technik gelungen, weil Vegapunk hat eine Erfindung gehabt, dass er nämlich die Schiffe von unten mit Kairoseki, also Seestein, beschichtet. Das ist sozusagen nicht angegriffen. Die Schiffe von den Marinesoldaten werden nicht angegriffen im Karmbelt, weil sie nun mal beschichtet sind, Leute. Und vielleicht ist es auch gerade aufgrund der Erfindung, haben sie den Karmbelt vielleicht erst ins Leben gerufen oder sonstiges, um Piraten abzuhalten oder wie auch immer. Ein weiterer lustiger Fakt ist, dass Rayleigh da einfach durchgeschwommen ist wie ein Mann und einfach drauf geschissen hat. Es gibt so etwas in der Art in unserer Welt auch, das heißt die Kalmen, also so heißt es in unserer Welt, was auch ein nahezu windstiller Ort ist, eine Zone, die auch entlang des Äquators geht. Also vielleicht hat sich Oda daran orientiert. Das nächste ist auch wieder interessant und zwar hat es mit Vista und Jasop zu tun. Jasop, der ja bei Shanks ist, und Vista, der ja bei Whitebeard war, haben eine Rivalität, so wie es scheint. Also wir haben damals bei Marineford, als die beiden Crews anwesend waren, gesehen, dass die beiden sich verfeindet angeguckt haben im Manga. Und Oda hat auch im Databook erwähnt, dass sie eine Rivalität haben und sich gegenseitig hassen. Die Frage ist, warum? Sie müssen eine Vergangenheit, eine gemeinsame Vergangenheit miteinander haben. Sie sind ja auch nicht die Schützen der Crew, also oder der Schwertkämpfer. Die haben ja nicht die gleiche Rolle, was ja dann eine Rivalität irgendwie auch begründen würde. Aber Vista als Schwertkämpfer und Jasop als Schütze und dass das auch gerade so hervorgehoben wurde, natürlich müssen die Kaiser-Crews sich nicht lieben oder sonstiges, aber dass die beiden genau hervorgehoben wurden als welche, die sich hassen, finde ich schon ziemlich komisch und verwirrend und ich bin gespannt, wann wir das mal aufgelöst kriegen oder ob das überhaupt nochmal zur Auflösung kommt. Es gab eine Ursprungstheorie, dass Vista die ganze Zeit schon böse war oder sonstiges. Ich glaube daran nicht mehr inzwischen, aber wir werden sehen, was die Zukunft zeigt. Fakt ist, die beiden hassen sich. Warum, ist ein ungelöstes Mysterium. Das nächste ungelöste Geheimnis ist auch gar nicht so alt und zwar die Verbindung von Bonnie, von Jivery Bonnie und Kuma, von Bartholomew's Bear. Was hat es damit auf sich? Denn jetzt bei der Reverie hat sich Jivery Bonnie als Königsmutter Connie ausgegeben. Als würde sie dem Königreich Sorbet angehören und als alte Frau hat sie sich getarnt, um erfolgreich nun mal in das Land der Weltaristokraten Mary Joa reinzukommen. Wahrscheinlich, weil sie Bartholomew's Bear befreien wollte, denn als sie ihn gesehen hat dort als Sklaven, hat sie angefangen zu weinen. Ich kann mir vorstellen, dass Bartholomew's Bear vielleicht familiär mit ihr zusammengehört, irgendwie, dass sie die Tochter ist von ihm oder sonstiges. Nur, dass Bartholomew's Bear damals vielleicht der König vom Sorbet-Königreich war. Und warum ist es jetzt alles so, wie es ist, Leute? Ich kann es euch erklären, nach meiner Logik macht es Sinn. Ein Bartholomew's Bear war der König vom Sorbet-Königreich. So, hat sich aber hinterrücks dann mit den Revos abgegeben. Weil wir wissen alle, Bartholomew's Bear war bei der Revolutionsarmee. Das ist dann früher oder später rausgekommen und dann hat die Marine bzw. die Weltregierung zu ihm gesagt, wenn wir deinen Körper jetzt nicht benutzen können als Cyborg oder den klonen können als Pazifist oder sonstiges, wenn du dich jetzt nicht beugst, werden wir dem Sorbet-Königreich einen Bastard-Call aufhetzen. Also der Untergang des Königreichs. So, und dann hat er sich natürlich aufgeopfert für das Königreich und ist deswegen auch aus den Revos raus. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, die einzige Option, wie das für mich Sinn ergibt. So, dass er sich einfach aufgeopfert hat und deswegen auch seinen Körper und seine Menschlichkeit aufgegeben hat, so mäßig. Weil das ist auch immer noch ein Mysterium. Was ist eigentlich mit Kuma? Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach der schlüssigste Grund. Wie die Verbindung aber von Bonnie und ihm ist, das steht natürlich noch im Raum, das wissen wir nicht. Ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Genauso spannend wie die Teufelsfrucht von Raffit, meiner Meinung nach. Was hat der für eine Teufelsfrucht? Wir wissen, er ist bei Blackbeard in der Crew. Er kann fliegen, er ist die Red Line hochgeflogen zur Reverie damals. Er kann Leute hypnotisieren, hat das Tor der Gerechtigkeit aufgemacht damals mit einer Hypnose oder sonstiges. Und ich glaube ganz ehrlich, dass er eine Harpienfrucht hat. Eine Zoanfrucht, eine mystische Zoanfrucht Typ Harpie. Dass er fliegen kann, das können die nämlich auch. Und auch hypnotisieren. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Aber es ist trotzdem irgendwie für mich eine der krassesten Früchte so. Also hypnotisieren, Leute, überlegt mal. Raffit könnte theoretisch einen aus Ruffys Crew einfach von den Strohhüten hypnotisieren. Die Frage ist, wie weitgehend ist das alles? Und wir kennen Raffit auch schon so lange und haben immer noch nicht bestätigt bekommen, was das ist. So von Katharina Devon, die neue Frucht, die neunschwänzige Fuchsfrucht, haben wir sofort erfahren, dass es die Frucht ist, jetzt als wir sie gesehen haben und so. Bei Raffit wurde da immer ein Geheimnis draus gemacht, was by the way auch noch überhaupt ein offenes Mysterium ist. Was kann die neunschwänzige Fuchsfrucht wirklich? Aber Raffit meiner Meinung nach hat eine Harpienfrucht, kann fliegen, kann Leute hypnotisieren und man muss ihn auf jeden Fall ernst nehmen. Der All Blue ist auch ein Thema, was ich mit reingenommen habe in dieses Video, denn das ist auch eine Ursprungsfrage, die es schon seit Beginn an gibt. Also der All Blue kam ja so früh schon auf und dass es Sanjis Traum ist, den zu finden. Und wir haben nun mal die vier Blues, die Grand Line, die neue Welt, den Karmbelt, diese ganzen Ozeane. Und es soll irgendwo ein All Blue geben, wo alle Ozeane zusammenführen. Und meiner Meinung nach macht es nur Sinn, dass der All Blue entsteht, wenn man die Red Line zerstört und da nun mal beim Reverse Mountain dann alles zusammenläuft. Dass alle Blues dann auch nun mal da zusammenlaufen, weil jetzt ist es gerade faktisch unmöglich, dass alle Blues mehr oder weniger zu einem All Blue zusammenlaufen, weil nun mal die Red Line alles blockiert. Die Red Line habe ich ja im letzten Video schon mit reingenommen und ich glaube deswegen, die Red Line ist künstlich gezogen worden und deswegen kann der All Blue gar nicht entstehen. Vielleicht gab es ihn ja damals, bevor die Red Line existiert hat und deswegen gibt es auch noch überliefert
Überlieferung uns sagen, dass es einen All Bloomer gab. Und ich denke, das wird am Ende die Auflösung sein. Die Redline wird zerstört, der All Blue wird kreiert, Sanji hat seinen Traum. Ich denke, so wird das Ganze aufgelöst. Aber Fakt ist, der All Blue ist jetzt noch ein Mysterium. Genau wie die Weltraumpiraten, die es gibt in One Piece, ja? Halte mich für verrückt, aber es ist Fakt, in der Cover Story von Enel haben wir das erste Mal Weltraumpiraten gesehen. Also Piraten, die im Weltraum von Planet zu Planet höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, reisen mit Raumschiffen und dort auch Piraterie betreiben. Also es gibt noch ein Leben außerhalb des Planeten von One Piece und das ist Fakt. Was genau es damit auf sich hat, wo die herkommen, was für Wesen das sind, weil die sahen auch aus. Der eine sah aus wie ein Mink und das sah ganz komisch aus. Das ist auch noch ein Geheimnis und ich bezweifle schon fast, dass wir das aufgelöst kriegen, weil es halt so eine Cover-Story-Sache war. Aber für mich ist immer noch ein Geheimnis und ich denke auch immer dran, wenn ich an ungelöste Sachen denke, an die ganze Weltraumgeschichte von Enel. Und da waren nun mal die Weltraumpiraten am Start, die er dann besiegt hat und sonstiges. Die Frage ist, haben die nur auf dem Mond existiert? Weil die hatten auch so ein Schiff. Leute, aber wie soll es anders sein? Das steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen. Als letztes habe ich noch Rogers Krankheit. Er hatte eine Krankheit, weswegen er nicht weitermachen konnte. Was war diese Krankheit? Wodurch wurde die ausgelöst? Viele sind sich sicher, Roger hatte auch die Gum-Gum-Frucht und hatte dann auch mehr oder weniger diese ganzen Techniken angewandt, die Ruffy angewendet hatte und hatte deshalb am Ende eine Krankheit, dass seine Lebenszeit einfach so aufgebraucht war, dass er am Ende nicht mehr weitermachen konnte und dann musste er sterben. Weil aufgrund dieser ganzen Fähigkeiten, Techniken, die er eingesetzt hat, ist seine Lebenszeit einfach so verkürzt geworden, dass er einfach dann sterben musste. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Roger die Gum-Gum-Frucht hatte. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Krankheit später auch Ruffy ereilen wird. Dass das vielleicht mit der Stimme des Universums zu tun hat oder mit irgendwas anderem. Was Chopper dann aber wiederum hinkriegt zu heilen. Dann ist sein Traum auch erfüllt, so eine Art. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, was glaubt ihr? Hatte er die Gum-Gum-Frucht und es war einfach keine Krankheit, sondern es war seine Lebenszeit, die aufgebraucht war? Oder war es wirklich eine Krankheit? Weil Roger konnte am Ende nicht mehr weitermachen und hat sich deshalb ja gestellt. Ich finde das Ganze sehr interessant. Schreibt es in die Kommentare. 10 Sachen, die ungeklärt sind in One Piece. Nächstes Mal kommen noch weitere 10. Ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.